Adrian packt aus. Ist Charlene eine Lügnerin? Adrian, zur Not lecker mit einer rum. Ich will diesen Fame haben. Ich will nie wieder arbeiten gehen. Ich will voll durchstehen. Dies, das. Mika ist auch so einer, der wird für Fame alles tun. Und bei Tatum und Lewis ist es einfach nur noch toxisch. Wir haben gehört, dass Tatum schon jemand Neues hat und vergeben ist. Nee, habe ich auch gehört, dass sie schon während meiner Beziehung, also während unserer Beziehung, laufenden Beziehung schon mit einem anderen zusammen war. All das und noch einiges mehr gibt's in diesem Interview-Video zu Temptation Island 2023. Und weil ihr euch das ja tatsächlich in den Kommentaren unter dem letzten Video häufig gewünscht habt, werde ich das Ganze natürlich kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und auch bei diesen Videoausschnitten handelt es sich übrigens wieder um Sachen vom RTL-YouTube-Kanal zu Temptation Island, bei dem Calvin verschiedene der Kandidaten interviewt hat. Und da wurde dann im ersten Interview, bevor es überhaupt losging, auch gleich mal was sehr Interessantes als Information gedroppt, nämlich wie viel Zeit eigentlich immer so zwischen Dreh und Ausstrahlung im Fernsehen vergeht. Weil nach dem Wiedersehen vergeht ja auch immer ein bisschen Zeit. Ne? Das Wiedersehen war im Dezember, jetzt ist ja schon wieder mitten im Sommer. Ja. Einiges passiert. Krass eigentlich, oder? Und das ist tatsächlich eigentlich bei jeder Sendung mehr oder weniger so, außer natürlich bei denen, die live laufen. Für mich das beste Beispiel ist immer Bauersuchtfrau, wenn man es da so deutlich merkt. Das wird nämlich immer im Sommer aufgezeichnet, aber immer im Winter ausgestrahlt. Aber um jetzt nochmal zu den beiden zurückzukommen, also Tatum und Lewis, von denen wollte Calvin dann als erstes mal wissen, wer überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich zu Temptation anzumelden. Und das wollte Tatum dann natürlich sofort mal beantworten. Übrigens leider mit erbärmlich schlechter Mikrofonqualität. Keine Ahnung, wer das da bei RTL verkackt hat, aber damit müssen wir jetzt leben. Also es war hauptsächlich schon meine Idee, dass wir damit gemacht haben. Also Lewis wollte ja meine Treue dann am Ende testen. Aber wir sind schon immer ein Fan von Temptation Island. Aber so, ja, so der erste Schubs in die Richtung kam schon. Ja, stimmt, also du wolltest mitmachen, aber Lewis wollte dann die Treue testen, ne? Stimmt ja, sowas. Ja. Finde ich aber ehrlich gesagt an dieser Stelle auch schon wieder ganz interessant, weil das ja letztlich durchaus nochmal bedeutet, dass Tatum diejenige war, die ins Fernsehen wollte. Und meiner Meinung nach sind die Fame-Geilen meistens auch eher die schwierigen Charaktere, auch wenn ich ja bisher bei den beiden noch einen anderen Eindruck hatte. Aber gut, als nächstes müssen wir dann jetzt natürlich aber eigentlich mal klären, sind die beiden denn jetzt eigentlich noch getrennt? Und seit wann überhaupt eigentlich? Und warum ist das immer so kompliziert bei denen? Ja, also die offizielle Trennung. Temptation Island kaputt, meiner Meinung nach. Also was ist kaputt, aber sie war jetzt nicht 100% intakt. Nee, ist also ja auch vorher auch schon einiges passiert, was dazu kommt. Warum? Also was war der Grund, warum da vorher schon nicht intakt mehr war? Also ich glaube nicht, dass man, wenn man 100% glücklich ist, da zu Temptation Island geht. Also ist meine Meinung. Da sagt Tatum, wie ich finde, aber mal etwas sehr, sehr Wahres. Denn, das darf man ja auch nicht vergessen, es gab ja sogar bei Temptation Island schon Heiratsanträge. Zum Beispiel bei Robin damals und Lena, wie wir wissen, sind die mittlerweile getrennt. Oder auch bei Hannah und Till, wie wir wissen, sind die mittlerweile getrennt. Oder jetzt bei Lorin und Adam, wie wir mittlerweile wissen, ist bei denen jetzt auch nicht alles wunderschön. Und insofern kann man, glaube ich, wirklich ganz pauschal sagen, wer bei Temptation Island mitmacht, der hat seine Beziehung eigentlich sowieso schon aufgegeben. Aber jetzt nochmal zurück zu Lewis und Tatum. Ihr wart ja doch relativ lange zusammen. Redet ihr denn jetzt gar nicht mehr miteinander? Gar keinen Kontakt. Also außer jetzt irgendwie so organisatorische Sachen. Okay, ja. Also gezwungenermaßen stehen wir leider noch in Kontakt, ja. Aber es ändert sich hoffentlich bald. Aber wir versuchen das schnellstmöglich abzubrechen, dass wir nicht mehr groß Kontakt haben müssen. Ja. Echt? So krass, oder was? Ja. Ja, kein Bock. Auch interessant auf jeden Fall, weil in der Wiedersehen-Show hat Lewis ja noch sehr deutlich gesagt, dass er eigentlich um Tatum kämpfen möchte. Und man hatte irgendwie sogar ein bisschen das Gefühl, dass das noch klappen könnte. Das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert. Auch von seiner Seite aus. Und er macht irgendwie immer wieder so komische Anspielungen. Es gab Situationen, zum Beispiel grundlegend auch Wiedersehensshow danach. Wir haben uns offiziell eigentlich im Februar erst getrennt. Das stimmt nicht. Und wir haben ja auch noch Silvester zusammen verbracht mit Adam und Doreen. Das kommt ja auch noch dazu. Das haben wir auch noch als Paar noch zusammen verbracht. Nee, wir haben noch zusammen gewohnt. Also, wie jetzt? Als Paar oder nicht? Na, wir haben zusammen gewohnt und wir haben die eingeladen. Wir haben zusammen Silvester zusammen gefeiert. Aber spannend, dass die beiden sich nicht mal darauf einigen können, ob sie jetzt noch zusammen waren oder nicht. Aber was mich dabei eigentlich am meisten stört, ist, dass sie dann ja so oder so, wenn man so möchte, in der Wiedersehensshow irgendwie gelogen haben. Und das finde ich generell ist wirklich ein Problem mit den Trash-TV-Sendungen mittlerweile. Weil ich finde, es gehört zur Fairness dazu, dass man dem Zuschauer danach dann entweder die Wahrheit sagt oder halt einfach gar nichts, was ja prinzipiell auch okay ist. Und deswegen würde es mich jetzt doch mal interessieren, wann habt ihr euch jetzt getrennt und wie war das jetzt bei der Wiedersehensshow? Nee, wir waren nicht zusammen. Offiziell waren wir zusammen und die offizielle Trennung war erst Ende Februar, ja. Also nein, war nicht so. Und wie war deine Version?
naja, wir sitzen ja in der Wiedersehen schon, sagen, dass wir getrennt sind. Also habe ich dir jetzt eine Waffe an den Kopf gehalten und dir gesagt, du sagst es jetzt, oder? Also so... Extrem verwirrend auf jeden Fall. Aber ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die beiden, und das hat man ja auch schon mehrmals gesehen, einfach ein Kommunikationsproblem haben. Also vielleicht ist Tatum davon ausgegangen, sie seien schon getrennt, weil sie halt so gelebt haben wie Getrennte. Und Louis ist irgendwie nicht davon ausgegangen, weil er das vielleicht wollte und angesprochen hat es keiner. Also wäre für mich zumindest die einzige Erklärung. Es gibt aber natürlich noch eine andere Möglichkeit, nämlich, dass die beiden das quasi alles geplant haben für PR. Das wäre dann ja noch mieser. Calvin stellt dementsprechend bitte mal eine Frage. Wir haben gehört, dass ihr nämlich beim Wiedersehen gar nicht getrennt wart, sondern die Trennung fake war. Das stimmt nicht. Also klar, wir haben noch zusammen gewohnt, sehr lange. Ich glaube, bis April Ende Februar. Ende Februar. Ja, okay, Ende Februar oder sowas. Haben wir halt noch zusammen gewohnt. Aber nur zusammen gewohnt? Ja, nur zusammen gewohnt. Okay. Und also ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock, das da irgendwie jetzt da zu erklären, warum man noch zusammen wohnt oder sowas. Ich musste mir auch dann eine Wohnung suchen. Louis hat ja schon mit Temptation Island gesagt, dass ich ja kein Geld habe, was auch nicht stimmt, aber egal. Über das Geldthema müssen wir später auch nochmal sprechen, aber ich glaube, das mit der Trennung belassen wir jetzt einfach mal dabei. Wir werden es am Ende sowieso nicht genauer herausfinden. Aber die beiden sind ja nicht völlig umsonst da und deswegen wollen wir sie natürlich noch andere Sachen fragen. Und das hat ausnahmsweise nichts damit zu tun, dass Louis die ganze Zeit bereitwillig mit seiner scheiß gelben Hose da sitzt und ich ihn gerne mal fragen würde, ob er die Beine nicht einfach mal zusammennehmen kann, sondern es soll unter anderem zum Beispiel nochmal um diese Sache aus der Sendung gehen, bei der Siria ja behauptet hat, dass Louis und sie auf der Rückfahrt mit dem Auto Offcam irgendwie rumgemacht haben. Und deswegen wäre es ja eigentlich auch cool gewesen, wenn Siria jetzt da gewesen wäre, aber das ist irgendwie nicht passiert. Ich hätte auch gerne Siria dazu gehört. Ja, ich dachte, dass sie beim Wiedersehen ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass sie heute hier ist, aber die hat leider uns abgesagt. Ne? Ach so, wie sind wir eigentlich da gewesen? Also wir haben sie natürlich gefragt, ne? Wir wollen ja natürlich über alle Beteiligten mit dabei haben, aber Siria leider abgesagt. Die hatte irgendwie keine Lust oder so. An der Stelle würden mich übrigens mal sehr die Vertragsdetails interessieren. Weil ich weiß zum Beispiel, beim Dschungelcamp ist das so, da verpflichten sich alle, die teilnehmen, durch die Unterschrift auch an den ganzen Wiedersehenssendungen und so nochmal teilzunehmen. Und ehrlich gesagt sollte RTL mal so klug sein, das bei Temptation Island auch so zu machen, damit man die Verführer danach nochmal greifen kann. Aber okay, ist in diesem Fall auf jeden Fall nicht passiert, also müssen wir damit leben. Und stellen stattdessen nochmal eine andere Frage. Habt ihr denn eigentlich noch Gefühle füreinander? Weil in der Wiedersehenssendung wollte Louis Tatum ja eigentlich noch zurück. Nein. Nee. Hey, du hast jetzt gezögert, aber... Ich hab nur überlegt, wie du was gesagt hast. Was ist, wenn sie ja gesagt hätte? Nein, also ich bin ein emotionaler Mensch, definitiv. Und diese 4 Jahre gehen auch nicht ganz spurlos an mir vorbei, bin ich ganz ehrlich. Und ich stehe bis heute zu meinen Gefühlen. Aber ich habe komplett damit abgeschlossen. Dafür ist auch viel zu viel Negatives vorgefallen, dass ich sagen kann, dass da überhaupt irgendwas noch weiterhin passieren könnte, beziehungsweise dass noch irgendwie Gefühle bestehen kann. Schon wieder dieses Vorgefallen. Zum Glück wird das nachher aber zumindest noch ein bisschen ausgebreitet. Vorher wollte Calvin allerdings noch was ganz anderes wissen und das hat mit dem zweiten Interview zu tun, das ich euch nachher auch noch zeigen möchte. Denn eigentlich laden die ja immer die Paare ein, aber bei Adrian hat das nicht geklappt, denn er kommt, Charlene aber leider nicht. Taylor, du sagst ja, du bist gut mit Charlene. Ja. Weißt du, warum die heute nicht gekommen ist? Ja, aber also ich glaube, sie hat einfach keinen Bock drauf. Echt? Einfach keinen Bock? Ja, hatte keine Lust. Leider. Keine Lust auf Konfrontation. Keine Lust oder Angst? Nee, beides Angst wahrscheinlich. Nicht. Was hast du denn? Du kannst das doch gar nichts mit ihr zu tun. Ja, ich kenne ja die ganze Geschichte. Alter, schon wieder diese Hinweise von Louis. Und irgendwie hat Calvin leider nicht wirklich nachgefragt. Okay, hat er sich vielleicht für das andere Interview aufgehoben. Ich fand es aber trotzdem schade. Aber Adrian wird dafür nachher noch ein bisschen was auspacken. Vorher hatte Calvin aber auf diese beiden bezogen auch noch was zu sagen. Denn irgendwie wirkte ja bisher Louis da immer als der Bösewicht. Aber vielleicht ist es ja doch Tatum? Wir haben gehört, dass Tatum schon jemand Neues hat und vergeben ist. Und dass Louis das herausgefunden hat über irgendeine Airbnb-Geschichte. Das habe ich auch gehört, ja. Dazu sage ich nichts. Ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin. Also, ich freue mich zum einen für Tatum natürlich, dass sie sehr, sehr glücklich ist. Und wahrscheinlich wird man sowieso relativ bald herausfinden, was das bedeutet. Allerdings klingt es natürlich nicht so wirklich schön, dass sie schon glücklich war, während sie eigentlich noch mit Louis zusammen war. Und das würde, finde ich, auch ein etwas anderes Licht auf die ganze Affäre zwischen den beiden setzen. Zum Glück hat Louis dann auch endlich einen Erbarmen und packt mal ein bisschen aus. Nee, habe ich auch gehört, dass sie schon während unserer laufenden Beziehung schon mit einem anderen zusammen war. Also, dass sie während der Beziehung schon... Ja, ja. Das ist so. Okay, und du hast während unserer Beziehung deine Mitarbeiterin ge***t. Willst du jetzt so anfangen? Nee, das stimmt auch nicht. Willst du jetzt wirklich so anfangen? Nein, das stimmt nicht. Ja, dann halt einfach... Also, wirklich. Bitte nochmal für mich, ich checke das. Willst du das wirklich machen? Nein, alles gut.
Also du bist überglücklich? Seid ihr euch schon vorher fremdgegangen? Ich bin sehr, sehr glücklich und ich bin froh, dass ich nicht mit diesen Menschen zusammen bin. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Also und auch hier ist es natürlich wieder leider so, dass jetzt irgendwie Aussage gegen Aussage steht. Aber ich möchte dazu trotzdem mal ganz kurz meine Meinung sagen und das passt ganz gut zu meinem letzten Video. Ich glaube wirklich, dass alle Paare, die in dieser Staffel waren, einfach nur PR wollten. Weil ganz ehrlich, das klingt doch jetzt auch bei den beiden wieder so, als wäre die Beziehung sowieso irgendwie im Arsch gewesen und dann ist man einfach nochmal ins Fernsehen gegangen, um das nochmal ein bisschen auszuschlachten, wie man sich trennt. Und dazu passt es ja dann auch, dass sie sich wahrscheinlich, tatsächlich, vielleicht, ich weiß es nicht, vorher gegenseitig schon fremdgegangen sind. Aber na gut. Trotzdem gab es noch ein paar ganz andere interessante Fragen, denn Kelvin und die Redaktion von RTL haben da noch andere Dinge gehört, die auch nicht wirklich ein positives Licht auf die beiden werfen. Wir haben gehört, dass Louis sich verschuldet hat für Tatum. Stimmt das? Verschuldet? Nee, also, verschuldet nicht, nein. Verschuldet nicht, nee. Nee? Oder dass du irgendwie, keine Ahnung, Kredit aufnehmen musstest für diverse OPs oder so? Ich war der Bürger, ja. Oder ich war der Kreditteilnehmer, sodass der Kredit entstanden ist, ja. Für? Aber sonst... Du willst mich jetzt komplett verarschen oder so? Was denn? Alter, wie war denn das? Für ein Hund, ey. Warum? warum denn? Du hast mich verschuldet für Hab ich gesagt, ich habe mich gerade verschuldet? Du hast gesagt, du hast gebürgt. Nee. Ich war der Kredit mit Kreditnehmer. Ah, der Kreditnehmer. Genau. Ja, das ist ja eigentlich verschulden, oder? So halb. Ja. Du hast mir doch, was glaubst du? Ich habe alles selber bezahlt. Was willst du gerade von mir? Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich was bezahlt habe. Okay, alles klar. Okay, das würde ich dann aber tatsächlich wahrscheinlich so erklären, dass Louis da wirklich Bürger war, weil Tatum zu dem Zeitpunkt wirklich noch Studentin war und es deswegen einzeln nicht bezahlen konnte. Und dann ist die Sache vielleicht auch am Ende gar nicht so schlimm. Was ich dann allerdings am schlimmsten, bin ich ganz ehrlich, vom ganzen Interview fand, war die Frage von Kelvin, ob die beiden sich vorstellen können, nochmal im Fernsehen aufzutreten. Und die Antwort passt dann genau zu der Vermutung mit der PR, die ich vorhin schon geäußert habe. Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wo würdest du gerne? Weil Dschungelcamp, Kampf der Reality Stars, irgendwie sowas. Ja, und prominent getrennt nicht? ja, doch, prominent getrennt könnte ich mir auch super vorstellen. Würdest du es trauen? Mit mir nochmal in ein Format? Ja. Ihr müsst dann auch zusammenspielen, ne? Ja. Okay, und ich glaube, da muss man realistisch sein. Tatum ist auf jeden Fall nicht prominent genug dafür, beim Dschungelcamp teilzunehmen. Und für Kampf der Reality Stars finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen zu langweilig. Aber für prominent getrennt... Ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, da sind nächstes Jahr bestimmt mindestens zwei Paare, die dieses Jahr bei Temptation waren. Und das ist für mich ein Grund, warum ich das Format ehrlich gesagt auch nicht so geil finde, weil man es jetzt irgendwie schon weiß und auch da wieder Angst haben muss, dass wieder von vorne nach hinten alles gefaked ist. Ekelhaft. Nicht ganz so ekelhaft wäre es jetzt von dir, dafür allerdings, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Das freut mich natürlich als YouTuber immer sehr und ist letztlich einfach eine kostenlose Möglichkeit der Wertschätzung. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch direkt schon zum zweiten Interview. Und da sind dann Adrian und seine Dips, ich meine Justina. Und die sind tatsächlich immer noch zusammen, auch wenn die Wiedersehenssendung jetzt ja auch schon wieder ein halbes Jahr zurückliegt. Und Justina erklärt uns nochmal, wie das alles so genau passiert ist. Ja, wir haben uns in Temptation Island schon sehr gut verstanden. Und nach Temptation Island hatten wir dann Kontakt miteinander. Und der Kontakt wurde halt immer intensiver. Und dann sind wir nach 3-4 Monaten oder sowas zusammengekommen. Ach, zu spät, aber erst 3-4 Monate. Ja. Drei Monate schon. Juli war zu Ende, also September. September, war schon 2 Monate später. Woran hat es gelegen, dass es zu lange gedauert hat? Ja, das Ding ist halt, also er war halt in einer Beziehung und die Beziehung war ja zu Ende. Und danach gibt es einige Sachen, die geklärt werden mussten. Die haben ja zusammen gelebt in einer Wohnung. Ach so. Und ich möchte halt gerne, dass da echt wirklich ein Schlussstrich gezogen wird, was die Wohnung und sowas angeht. An dieser Stelle muss ich Justina übrigens tatsächlich mal ein Kompliment machen und ich meine das ohne Ironie. Ich habe sie bisher teilweise als sehr naiv und auch ein bisschen merkwürdig wahrgenommen. Aber in dem Interview kam sie nicht nur ganz sympathisch, sondern auch recht bodenständig und vernünftig rüber. Also bis auf den Umstand, dass sie mit Adrian zusammen ist, aber irgendwas ist ja immer. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die beiden sich wirklich lieben. Deswegen möchten sie auch irgendwann mal zusammen wohnen. Aber das tut ihr dann jetzt also noch nicht, oder wie? Nee, aktuell noch nicht. Also wir haben es auf jeden Fall vor. Ja. Ich denke mal, das wird auch noch dieses Jahr passieren. Aha. Also zu 100%. Aber jetzt gerade halt noch nicht. Aber wir sehen uns halt sehr oft. So, ja, sehr, sehr oft. Wir haben einen gemeinsamen Hund jetzt uns gekauft. Oh. Jetzt 11, 12 Wochen dürfte der sein. Genau. Ja. Ein Hundi, der völlig random später im Interview übrigens noch die ganze Zeit auf Justinas Arm sein wird. Was
überhaupt keinen Sinn ergibt, aber trotzdem ja irgendwie immerhin niedlich. Dann wurde es aber endlich nochmal richtig interessant, denn jetzt hat Adrian mal so richtig über Charlene ausgepackt und er fing damit an, wie es denn jetzt eigentlich mit der Trennung zwischen den beiden gelaufen ist, die seiner Meinung nach natürlich nur von ihm ausgegangen ist. Ja, hat sie halt dazu gegeben, dass sie sich da, also dass sie eine emotionale Bindung mit dem Mikael aufgebaut hat und dann hat mir eine Person X das mit dem Kuss erzählt hinter der Kamera zwischen Mikael und Charlene und dann habe ich sie darauf angesprochen, hat sie erstmal nichts gesagt, meinte, ich sag mal jetzt die Wahrheit, dann meinte sie, ja, stimmt manchmal, erzählst du mir das nicht? Dann meinte sie so, ja, keine, ich habe einfach Scheiße, aber ich weiß nicht warum. Dann meinte sie, ja, komm, geh raus, wir brauchen nicht mehr reden, das Ding ist vorbei. Ja, und ich weiß ja nicht. Also, ich finde es okay, dass Adrian das jetzt so sagt. Es mag ja auch irgendwie stimmen, aber letztlich muss man natürlich sagen, dass Charlene die Entscheidung, sich zu trennen, eigentlich ja schon in der Sendung getroffen hat. Sie hat es in der Sendung ja auch schon direkt gesagt. Und insofern finde ich es ein bisschen komisch, dass Adrian das jetzt nochmal ein bisschen umdrehen möchte. Aber gut, er bleibt auf jeden Fall bei seiner Geschichte und behauptet sogar, dass Charlene ihn eigentlich zurück wollte. Also sie hat schon so angedeutet, ob wir es halt nochmal versuchen sollen. So, ne? Obwohl sie Gefühle für den Mika hatte. Ja, das war, sie hatte quasi noch, also sie hatte ja eine emotionale Bindung zu ihm aufgebaut, aber sie hang halt auch noch an mir, wir waren ja 2,5 Jahre zusammen. Und ja. Sie kann ja nicht so schnell mit Sachen abschließen wie ich ja zum Beispiel. Und okay. Genau, da wollte sie halt noch ein Gespräch führen und ja, sie war auch mega traurig, auch voll am Heulen und so. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, halt, ja, tut mir leid für dich, also du brauchst jetzt nicht wegen mir heulen, aber das Ding ist vorbei, sowas erwartest du von mir. Du bist ja fremdgegangen hinter der Kamera, die Sachen, die ich gemacht habe, waren abgesprochen. Und hier muss ich ganz klar sagen, das glaube ich Adrian so einfach nicht. Also ich kann es natürlich jetzt nicht beweisen, ich muss mich da auf meine Menschenkenntnis verlassen, aber ihr werdet auch später im Interview noch merken, Adrian tut wirklich so, als hätte er an nichts, auch nur ein ganz kleines bisschen Schuld. Und das finde ich dann einfach sehr, sehr schwierig, auch wenn ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass Charlene definitiv mehr Fehler gemacht hat, als man vielleicht in der Sendung gesehen hat. Aber es lohnt sich vielleicht trotzdem nochmal über diese Absprachen zu sprechen, die er eben auch nochmal in den Ring geworfen hat. Also erklär bitte nochmal, Adrian, wann ist das passiert und was wurde genau gesagt? Der meine ich soll nochmal kurz aufkämpfen, war bevor wir verkabelt waren. Manche, wie sieht das aus? Ja, sag mal nochmal bitte einmal, wie es aussieht. Und sie hat immer so einen Schwur, den hat sie geleistet, wenn sie das sagt, so dann ist das zu 100%, dann sagt sie die Wahrheit, ne? Ich will das jetzt nicht erwähnen, das ist ein bisschen intimer, aber so dann sagt sie die Wahrheit. Ich meinte halt, schwör auf diesen Menschen, dass das so ist, dass ich das machen darf. Sie so, Adrian, zur Not lecker mit einer rum, ich will diesen Fame haben. Sie hat auch gesagt, ja, ich kenne ja Calvin von früher, du musst noch mehr aufhören als Calvin, ich will diesen Fame haben, ich will nie wieder arbeiten gehen, ich will voll durchstarten, dies, das. Mittlerweile bin ich sogar gewillt, Adrian hier ein bisschen zu glauben, denn ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass Charlene sehr famegeil ist. Merken wir vielleicht später auch nochmal so ein kleines bisschen. Was ich ihm aber auch hier wieder nicht abnehme, ist, dass er gar keine Schuld hat, weil das klingt jetzt natürlich so, als hätte ihm quasi Charlene das befohlen und er hätte es nur deswegen gemacht und sei gar nicht wirklich selber an Fame interessiert. Und das ist auf jeden Fall Bullshit. Machen wir uns nichts vor. Aber Moderator Calvin hat dann auch noch eine ganz interessante Sache auf den Tisch geworfen, die natürlich schon bedenkenswert ist und die mir in der Staffel auch mehrmals aufgefallen war. Weil man hatte auch den Eindruck so, dass also während der Sendung die ganze Zeit, das hieß ja immer, Charlene, die ist ja gar nicht so geschockt oder so. Ja, weil die halt wusste, das auch schon war. Und dann musste sie halt Schauspielern danach, sich die kann auf Knopfdruck heulen. Und dachte sich so, scheiße, ich muss aber jetzt das glaubwürdig rüberbringen, ich heule jetzt und so, ne? Und das ist auch tatsächlich etwas, was mir die ganze Staffel schon aufgefallen ist und euch ja vielleicht auch. Klar, die Lagerfeuer waren krass und ich glaube auch, dass da wirklich echte Tränen geflossen sind. Am Ende des Tages war die Reaktion auf manches Verhalten aber verhältnismäßig mild dafür, dass das doch der angeblich so hoch geliebte Partner ist. Also zumindest ging es mir so. Aber das darf man auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch ein krasses Gegenargument für das, was Adrian eben behauptet hat. Denn wenn Charlene doch so famegeil ist und unbedingt viele Bilder produzieren wollte, ja, wieso ist sie dann eigentlich nicht selber mit Mikael ins Bett gegangen oder hat ihn zumindest direkt vor der Kamera geküsst? Sie macht das nicht so. Sie ist eher so dieses Lästern, was macht sie gerne. Und dieses Schlechtreden und so, das liebt sie, ne? Wie sie mich halt seinem ersten Tag schlecht geredet hat. Das ist so ihr Ding, das brennt in mir so. Ah, ich muss ihn halt schlecht reden. Ich erzähle, was das für einer ist. Ja, und das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich Adrian irgendwie nicht so ganz ernst nehmen kann, weil nochmal, ne? Du hast auch Fehler gemacht, Adrian. Und es wäre wirklich besser, auch für dich und deine eigenen Argumente, wenn du das auch einfach mal zugeben würdest. Und jetzt alles nur auf Charlene zu schieben, finde ich ein bisschen schwierig. Ich würde bisher tatsächlich in dieser Sache sagen, durch dieses Interview sind mir Adrian und Charlene irgendwie beide unsympathischer geworden. Aber okay, so ist das auf jeden Fall. Justina hingegen, habe ich ja schon angedeutet, fand ich in dem Interview eigentlich ganz solide. Und sie hat die Situation auch nochmal ganz vernünftig analysiert. Eine Sache verstehe ich aber immer noch nicht. Warum genau bist du jetzt nochmal mit Adrian zusammen? Natürlich, so Adrian, seine Bilder waren auch nicht schön anzusehen, ob das jetzt abgesprochen war oder nicht. Ich glaube, für sehr viele Menschen da draußen sind diese Grenzen, die beiden sich gesetzt haben, auch irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber man darf halt nicht
also beziehungsweise sollte man halt einfach das einfach so akzeptieren. Die haben sich diese Grenzen gegeben. Und ich finde das einfach nur schlimm, dass man am Ende des Lagerfeuers nicht dazu steht, dass man auf Camp fremdgegangen ist. Und sie stellt das ja so hin, dass sie Schluss gemacht hat aufgrund seiner Taten und seines Benehmens in der Sendung. Aber der Grund ist ja ein ganz anderer. Der Grund ist ja einfach und Fakt ist einfach, dass sie fremdgegangen ist. Hat sie eigentlich ganz gut gesagt, oder? Denn das ist irgendwie komisch, aber es stimmt ja tatsächlich. Streng genommen, also je nachdem, wo man die Grenze zieht, ist Adrian ja zumindest, was Küssen angeht und so, nicht fremdgegangen. Charlene aber in der Sendung schon. Das hat sie ja auch in der Wiedersehenssendung zugegeben. Es gab einen Off-Cam-Kuss mit Michael. Und das war laut Adrian auch nicht das einzige Mal. Und das war mir jetzt komplett neu. Wo fremdgehen, ja. Es gab ja noch ein Date mit Chris. Ich hab, der liebe Chris hat mir das erzählt. Ich will jetzt nicht genau was erzählen, aber da ist sie mir auch schon fremdgegangen. Chris ist ein Verführer? Chris ja, ist auf ein dem Verführer Date ist sie mir auch schon fremdgegangen. Ja. Das war am Anfang, so, das hat er mir erzählt. So. Sie ist mit dem Chris auch schon fremdgegangen auf dem Date. Das wollte er mir jetzt nicht genau erzählen, so, da müsst ihr den dann selber fragen. Aber er meinte, es war auf jeden Fall schon fremdgehen. So. Also es gab mehr als Körperkontakt. Was ich hier ganz interessant finde, ist, dass ich da jetzt nicht wüsste, warum Adrian sich das ausdenken sollte. Weil, naja, Charlene ist ja ihm schon fremdgegangen. Also insofern müsste er das jetzt nicht erfinden. Aber ein bisschen komisch klingt es trotzdem, oder? Na gut. Aber das eigentliche Hauptfremdgehen, wenn man so möchte, war natürlich mit Michael, der ja auch ein ziemlich schwieriger Mensch ist. Das habe ich übrigens auch schon die ganze Zeit während der Staffel gedacht. Und laut Adrian war der auch bei den anderen Verführern übrigens nicht so beliebt. Ja, allgemein mit Michael und so, ne? Diese Sachen, dass er immer in der Kamera zu den Jungs gesagt hat, boah, das Mädchen fällt voll auf mich rein. Sein Ziel war auch, er meinte ja am Flughafen zu Chris, ich werde alle Mädchen verarschen, ich hoffe, eins verliebt sich in mich, damit ich ihr das Herz brechen kann und ich diesen Fame kriege. Also Michael ist auch so einer, der wird für Fame alles tun, so. Das glaube ich auf jeden Fall sofort, denn so ist Michael ehrlich gesagt auch die ganze Zeit rübergekommen, oder? Also zumindest bei mir war das so. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich verfolge das jetzt auch nicht so regelmäßig, aber er ist auf Instagram auch, sagen wir mal, sehr aktiv und sehr darauf bedacht, sich da jetzt eine Karriere aufzubauen. Und ich bin mir fast sicher, den sehen wir auch noch mal irgendwo im Fernsehen, leider. Aber na gut, Justina fasst es dann noch mal zusammen und dass sie natürlich für ihren Freund Adrian Partei ergreift, ist nicht wirklich überraschend. Also bei Mika und Charlene, das ist alles einfach nur Fake. Das ist einfach Fake. Also dieser Typ hat sie in der Sendung von vorne bis hinten einfach verarscht. Danach ging es auch weiter. Also der hatte ja schon mit mehreren Verführerinnen was am Laufen währenddessen. Also während er auch was mit Charlene hatte gleichzeitig. Der fährt ja gerne mit mehreren Frauen was. Ja. Und hatte mit wie viel was? Mit 4. Erzähl doch erstmal am Flughafen. Rückflug am Flughafen hatte der schon das erste Mal gebumst. Am Flughafen? Am Flughafen. Boah, da weiß ich jetzt auch wieder nicht, kann man das glauben oder nicht? Ich meine, auf der einen Seite würde ich sagen, es kann schon stimmen. Auf der anderen Seite klingt 4 Personen halt auch irgendwie sehr krass gleichzeitig. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch, wenn man so eine hohe Zahl wählt, irgendwie wahrscheinlicher, dass es doch nicht gelogen ist, weil das kann sich doch auch kein Mensch ausdenken, oder? Und dann wird es, wenn man so möchte, sogar noch ein bisschen krasser, denn Michael hat eigentlich wohl auch noch einen Ring an seinem Fingerchen. Wir haben gehört. Ja. Der ist verheiratet. Soll wohl auch stimmen, aber das ist ihm egal so, ne? Er macht für Film auch alles und es gab auch ein Video, ein Video am Flughafen, wo der auch mit einer Verführerin rummacht und so, direkt, also nach dem Motto, weil Charlie dachte bestimmt so, ja, der denkt an mich jetzt und so, ich habe das Richtige gemacht und der hat sie halt von vorn bis hinten verarscht, so, ne? Kennt einer von euch zufällig dieses Video? Ich habe jetzt eben mal ein bisschen recherchiert, ich habe zumindest nichts gefunden. Vielleicht weiß es einer von euch, packt es gerne in die Kommentare und wundert euch übrigens nicht, Links werden immer standardmäßig von YouTube in den Spamfilter geschoben, aber wenn was Passendes dabei ist, dann werde ich es natürlich auch direkt wieder aus dem Spamfilter rausnehmen. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne eure Meinung immer in die Kommentare posten. Aber es bleibt jetzt natürlich trotzdem noch eine andere Frage, denn Charlene und Michael haben zwar in der Wiedersehenssendung gesagt, da läuft jetzt irgendwie nichts mehr. Im Nachhinein macht es jetzt aber doch irgendwie den Anschein, als wären die irgendwie so halb zusammen oder so. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Also die tun bei Instagram so, als wenn die zusammen wären. Um welchen Effekt zu erzeugen, einfach so. Ja, um diesen Effekt zu erzeugen, weil sehr viele Zuschauer finden das halt toll. Ja, die sehen dann halt auch cool. So Traumpaar. Genau. Der Adrian, der Blöde, der Michael, der öffnet ihr die Augen. So ein Blödsinn halt, weißt du. Ach so, okay. So ein Ding ist dann Okay, also ich glaube tatsächlich, es gibt hier so viele Behauptungen, dass man nicht mehr wirklich sagen kann, was stimmt jetzt nicht. Ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, Charlene ist auch ziemlich famegeil und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie und Michael jetzt irgendwie eine glamouröse Zukunft haben. Ob Justina und Adrian die haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig, auch wenn es ihnen natürlich zu wünschen wäre. Und Adrian macht nochmal deutlich, dass mit Justina jetzt alles ganz anders ist als mit Charlene. Oh, und übrigens ist jetzt ja mittlerweile der Hund da und der ist wirklich süß. Charlene und meine Beziehung war sehr toxisch, ne? War auch keine richtige Liebe, kann ich sagen. Also, ich würde für diese Toxisch von beiden Seiten, oder?
Nee, ich würde sagen, eher von ihrer Seite. Also irgendwann hat es halt auch gereicht, aber immer sie ist halt ein streitgeiler Mensch. Sie hat halt zum Beispiel, wenn ich eine Flasche stehen lasse, so, dann muss man mich nicht anschreien und sagen, ey, was soll die Scheiße, so. Mach das doch normal, so, ne? Also sie hat immer einen Grund gesucht, um zu streiten und sie hat das auch geliebt zu streiten. So, das hat sie wirklich geliebt, auch mit ihren Freundinnen. So hat sie gar nicht gewirkt in der Sendung, ne? Ich sage das deswegen, sie hat ja diese Opferrolle, sie hat sich ja extra in die Opferrolle gesetzt, das war ja ein reines Schauspiel, was sie abgezogen hat. Die ganze Zeit war ein reines Schauspiel. Ich weiß nicht, Adrian. Also natürlich, ich kann mir vorstellen, dass Janine schon anders ist, als sie jetzt in manchen Folgen gewirkt hat. Aber wenn sie doch die ganze Zeit so schrecklich zu dir war, wieso warst du denn eigentlich vor der Sendung angeblich ja noch mit ihr zusammen? Das ergibt dann auch keinen Sinn, oder? Wobei, vielleicht ergibt es ja doch irgendwie Sinn, denn Kelvins nächste Frage zielt genau darauf ab. Und da gibt es dann wieder eine Antwort, die ich echt ziemlich widerlich finde. Frage an dich, würdest du mit Charlene zu prominent getrennt oder ähnliches? Also ich denke, ja, dürfte ich? Ja, klar. Nein, ich denke schon. Also ich glaube, das würden die Zuschauer auf jeden Fall auch sehen wollen. Also ich persönlich will es nicht sehen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich will bei prominent getrennt Paare sehen, die mal zusammen waren und sich dann getrennt haben. Nicht Paare, die sowieso nur noch halb zusammen waren, dann in eine Sendung gegangen sind, geplant miteinander Schluss gemacht haben, um dann direkt in die nächsten Sendung durchzustarten. Ist zumindest meine Meinung. Deine, wie gesagt. Schreib sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und an dieser Stelle nochmal einen kleinen Applaus für Kelvin. Der hat das nicht nur gut moderiert, der sagt auch nochmal was zu dem Thema. Ja, das Problem ist halt immer, ne, wenn das immer alles so geplant ist oder so, ne? Oder, ja. Ne, also eigentlich, ich sag dir ehrlich, Kelvin, wir können das bis auf den Tod nicht leiden, wir beide, ne? Also ich habe mit Charlene seitdem keinen Kontakt. Also sehr böses Blut, ne? So, deswegen, ich würde mich auch niemals, ich könnte auch gar nicht mit ihr schreiben und so. Sie hat mir ein paar Mal danach ja noch geschrieben, ich wollte ihr nicht mal antworten, weil ich so einen Hass habe, weil sie mich quasi so in schlechte Licht dargestellt hat. Ich jetzt quasi so als, quasi, was haben die gesagt, Alex Petrovic 2 und so dastehe. Nee, Adrian, da kann ich dich beruhigen. Für Alex Petrovic 2 bist du nämlich einfach nicht prominent genug. Naja, aber wisst ihr was? Ich überlasse jetzt einfach das Schlusswort der einzigen vernünftigen Person, die anwesend ist, außer Kelvin. Und nein, damit meine ich nicht den Hund, sondern Justina. Und die sagt wirklich nochmal sehr, sehr wahre Worte. Ja, also ich finde einfach nur, dass es wichtig ist, einfach festzuhalten, dass das, was man gesehen hat als Zuschauer, dass es halt einfach nicht alles ist. So, ne? Es ist sehr viel im Hintergrund passiert. Wie gesagt, off-cam sind gewisse Menschen fremdgegangen. Das sollte man auch einfach nochmal thematisieren und der Öffentlichkeit einfach nochmal preisgeben. Das müssen die unterbinden, weil dann gehen die off-cam fremd alle, weißt du? Und vor den Kameras, na, ich bin treu. Ja. So. Stimmt. Finde ich aber auch immer noch traurig. Und wisst ihr was? Irgendwie mochte ich Trash-TV früher manchmal ein bisschen mehr. Also ich gucke die Sendung immer noch gerne, versteht mich da jetzt nicht falsch. Ich habe auch große Lust, das weiter mit euch zu gucken. Aber manchmal vermisse ich so ein bisschen die Zeiten, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass nicht im Hintergrund irgendwie alles geplant wurde und dass man jeden Tag 3 Stunden Instagram gucken muss, damit man halbwegs bei der Stange bleibt. Dazu passend, ein paar von euch hat mich nochmal gefragt, warum ich jetzt in der letzten Folge gesagt hätte, dass wohl auch Loreen ziemlich ekelhaft war. Also es wird mittlerweile über Loreen behauptet, ich habe dazu jetzt keine Beweise oder so, dass auch Loreen zum Beispiel Adam schon mehrmals fremdgegangen sein soll, dass sie auch irgendwie sehr hässliche Sachen über Charlene gesagt haben soll. Ich weiß es natürlich am Ende nicht. Ich persönlich habe aber wirklich den Eindruck, dass jeder einzelne Kandidat und jede einzelne Kandidatin in dieser Sendung auf jeden Fall Dreck am Stecken hat. Und vielleicht ist das auch das perfekte Fazit hinter dieser Staffel, die wir hoffentlich bald alle vergessen, auch wenn sie natürlich gleichzeitig sehr unterhaltsam war. Was du jetzt nicht vergessen solltest, ist dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du auf Instagram mal Content sehen willst, bei dem es nicht ums Betrügen geht, sondern einfach nur um Hunde und eine Person, die viel zu wenig postet, kannst du mir auch sehr, sehr gerne mal auf Instagram posten. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Aber streng genommen musst du das jetzt sowieso wieder tun, denn sonst ist der Hund von Justina ganz doll traurig.